Hallo Leute und willkommen bei Rollerfix. In diesem Video geht es um ein Problem, was sehr häufig in den Kommentaren angesprochen wird. Und zwar, der E-Starter funktioniert nur bei warmem Motor. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum der E-Starter nicht funktioniert. Die Spezifik hier jedoch ist, dass er funktioniert, wenn der Roller warm ist. Aber sobald der Roller abgekühlt ist, er nicht mehr funktioniert. Für dieses spezifische Problem gibt es mehrere Symptome. Und zwar, es kann sein, dass der E-Starter gar keine Geräusche von sich gibt. Es kann sein, dass sobald ihr den E-Starter betätigt, der Roller nur leicht klickt. Oder er kurbelt sehr langsam und der Roller springt trotzdem nicht an. Aber wenn ihr den Roller mit dem Kickstarter gestartet habt, eine Runde gefahren seid, dann funktioniert der E-Starter wieder ganz normal und der Roller springt an. Man könnte hier denken, das hat irgendwas mit der Wärme vom Motor zu tun und sobald der abgekühlt ist, funktioniert irgendwas im Motor nicht. So ist es in diesem Fall nicht, sondern es hängt in diesem Fall von der Batterie ab. Um genauer zu erklären, was ich damit meine, zeige ich euch, was mit der Batterie passiert, wenn ihr fahrt, beziehungsweise wenn der Motor an ist und was mit ihr passiert, wenn ihr nicht fahrt. Ich fange jetzt als erstes damit an, dass ich hier meinen Multimeter an die Batterie anschließe. Und jetzt achtet mal drauf, der Roller stand jetzt unbewegt 2 Wochen lang. Das ist jetzt die Spannung, die eine gesunde Batterie auch nach 2 Wochen Standzeit zeigen soll. Hier, 12,9, 12,93. Wenn es 12,8 sind, ist es immer noch sehr gut. Aber das ist eben eine Spannung einer gesunden, vollgeladenen Batterie. Jetzt werde ich den Motor starten und wir schauen uns an, was mit der Spannung passiert, wenn der Motor läuft. Erst einmal habt ihr gesehen, sobald man den Motor versucht zu starten, fällt die Spannung für einen kurzen Moment stark ab. Das hängt damit zusammen, dass der Roller einmal bzw. der Startermotor für einen kurzen Moment sehr viel Saft braucht, sehr viel Power braucht, um den Roller zu starten. Und jetzt lassen wir den Motor einmal einige Minuten laufen. So, das waren jetzt gute 5 Minuten und die Spannung hat sich bei knapp unter 14 Volt, also 13,9 eingependelt, 13,94. Jetzt schauen wir uns an, was mit der Spannung passiert, wenn der Roller ausgeschaltet stehen bleibt. So, und das waren jetzt weitere 5 Minuten im ausgeschalteten Zustand und wir können sehen, dass die Spannung bald wieder in der, an der Ausgangsspannung angekommen ist. Und genau das ist auch schon das Problem. Auch eine defekte Batterie kann diese hohen Werte während der Fahrt erreichen. Das heißt, die Spannung kann auch bei einer defekten Batterie, die gemessene Spannung, über 13 Volt betragen, auch knapp an die 14 Volt. Und sobald man den Motor ausstellt, sinkt auch diese Spannung ab. Aber solange die Spannung noch nicht gesunken ist, für diesen kurzen Zeitabschnitt, wo die Spannung auch bei einer defekten Batterie noch hoch ist und noch nicht unter das Mindestmaß gesunken ist, da kann man den Roller tatsächlich mit dem E-Starter starten. Da reicht die Spannung gerade noch so aus. Aber bei einer defekten Batterie sinkt die Spannung deutlich schneller und die sinkt deutlich weiter runter. Selbst eine gesunde Batterie, habt ihr ja gesehen, die knapp 13 Volt anzeigt, zeigt beim Versuch zu starten bzw. beim Betätigen des Anlassers irgendwas um die 10 Volt. Da sinkt die Spannung auch schon in den Keller. Bei einer defekten Batterie, die noch nicht mal diese 13 Volt zeigt, da reicht die Spannung gar nicht erst aus, sobald man den E-Starter betätigt,
fällt die Spannung so weit in den Keller, dass es nicht mehr ausreicht, um den Roller zu starten. Nur halt in diesem Zeitabschnitt, wo die Batterie nach der Fahrt deutlich höhere Werte anzeigt. Aber es gibt auch Fälle, wo Leute sagen, nee, ich habe eigentlich eine neue Batterie, daran kann es nicht liegen. Jein, Batterien, neue Batterien, die verkauft werden, die werden selten geladen verkauft, beziehungsweise vollgeladen. Meistens sind sie nur vorgeladen, damit die Batterie nicht tief entladen wird. Das heißt, die sind so halb geladen, aber sehr selten sind die vollgeladen. Das heißt, sollte man eine neue Batterie kaufen, sollte man sie auch erstmal laden, bevor man sie verwendet. Oder wenn man sie das erste Mal verwendet, dann aber ausgiebig fahren, um die vernünftig zu laden. Aber auch das setzt voraus, dass die Lichtmaschine ordentlich funktioniert und dass der Gleichrichter ordentlich funktioniert und die Batterie auch tatsächlich geladen wird. Es kann also auch bei einer neu gekauften Batterie sein, dass ihr sie sofort eingebaut habt. Die war nur vorgeladen, aber nicht vollständig geladen. Ihr habt ein paar Mal gekurbelt und sie direkt leer gekurbelt habt, weil die Zündkerze durch die vielen Startversuche zu nass war oder was auch immer. Aber auch eine neue Batterie kann auch sehr schnell leer gehen, wenn ihr sie nicht vorher vollständig geladen habt. Also, falls du das Problem hast, wie ich das am Anfang beschrieben habe, würde ich dir empfehlen, so einen Multimeter anzulegen und die Batterie zu messen. Das braucht man für viele Sachen, wenn man am Roller schraubt, und kostet ja nicht viel. Und dann kann man dieses Problem schon mal ausschließen. Es gibt natürlich auch andere Probleme, warum der Roller nicht startet, aber es bezieht sich auf dieses Problem, wenn der Roller im warmen Zustand bzw. der E-Starter im warmen Zustand funktioniert. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn das so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Du kannst selbstverständlich auch meinen Kanal kostenlos abonnieren, um weitere Videos, Tipps, Reparaturanleitungen, Touren und vieles mehr nicht zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.